Hallo Leute, ja, im heutigen Video geht es um eine Frage, die uns schon relativ häufig gestellt wurde. Und zwar, wie viel Aufwand steckt eigentlich in den Umbau so einer Hobby-CNC-Drehmaschine? Die Frage ist natürlich relativ schwer zu beantworten, da es immer auf die eigenen Bedürfnisse ankommt. Also will ich jetzt nur weiche Materialien bearbeiten und eben nur Formen drehen oder will ich eben auch Passungen, Gewinde, angetriebene Werkzeuge, also je nach persönlichen Anforderungen ist natürlich die Komplexität des Umbaus höher. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch in dem Video eben, wie das bei uns so abläuft, da wir ja in letzter Zeit schon einige Drehmaschinen umgebaut haben. Also ihr werdet von der Grundreinigung bis zum Lackieren, bis zum Umbau der Achsen, Schlosskasten, Querschlitten, Linearführungen, Kugelumlaufspindeln, Motoranbausätze eben so ungefähr sehen, wie das bei uns so abläuft und welcher Aufwand eigentlich wirklich dahinter steckt. Dann eben kommt noch der Bau der Steuerung dazu, dann eben der erste Testlauf und zum Schluss des Videos habe ich euch so kurz mal von den einzelnen Maschinen einige Highlights zusammengepackt, wo ihr eben seht, wie man mit den Zyklen arbeitet, mit Fusion, dann Gewinde schneiden, angetriebene Werkzeuge oder eben auch so wie hier. Hier wurde zum Beispiel Innenkontur komplett auf der Drehmaschine erzeugt, also auch mit dem Drehkreuz, mit der Spindelpositionierung. Was sehr interessant ist, auch hier, das war das Probestück für eine Lagerbuchse, für einen Bagger, eben aus 42 CR. Ich hoffe, man sieht das hier innen, das ist eine Schmiernut um 180 Grad versetzt, also zwei verschiedene Schmiernuten mit verschiedenen Anfangspositionen. Ja, Gewinde ist sowieso mit allen unseren Drehmaschinen möglich. Also hier ist vorne mein Gewinde und hinten sind eben verschiedene Einstiche. Das war so ein Testwerkstück bis zu eben den Fusion-Sachen. Also die unseren Kanal eben abonnieren, die können die Videos sehen, wie man eben mit Fusion relativ leicht an einer Drehmaschine Werkstücke, auch komplizierte Formen erstellen kann. Und ich denke, wenn dann das Video zu Ende ist, dann kann jeder so ungefähr für sich selber entscheiden, wie viel Aufwand eigentlich wirklich dahinter ist. Das fällt bei uns meistens nicht auf, weil wir eben zu zweit sind. Also wenn ich jetzt mal keine Zeit habe, dann hilft mir eben Stefan und eben umgekehrt. Und so wird eigentlich der wirkliche Aufwand, der dahinter steckt, in den kurzen Videos, die es eigentlich bei uns gibt, gar nicht, denke ich zumindest, so richtig bewusst. Auch da wir, das werdet ihr dann auch in den Videos sehen, sehr viele Teile eben einschleifen, um noch eine höhere Präzision zu erreichen. Und da steckt schon jede Menge Arbeit dahinter. Okay, aber so wie immer wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Ich habe jetzt versucht, das mit der Musik etwas zu verbessern, da ich hier schon einige Kommentare hatte, dass eben die Musik immer zu laut ist. Das hängt leider mit meinem Programm zusammen, aber ich hoffe, dass ich es jetzt eben endlich im Griff habe. Ihr könnt natürlich auch Kommentare dazu schreiben. Es gibt keine blöden Fragen. Sie werden von uns alle beantwortet, wenn sie mehr oder weniger höflich sind. Das ist überhaupt kein Problem und über ein Like würden wir uns natürlich auch freuen. So, aber jetzt, wie immer, viel Spaß beim Video.